Ein Hallo und ein herzlich Willkommen. Und nein, ich bin nicht runtergesprungen, um alle Gegner nochmal neu zu kriegen. Spaß beiseite, natürlich, es muss sich einfach tun, es war einfach die Verlockung. So, welchen können wir jetzt kaufen? Alter, der Spinnenbotanschuh. 15.000. Wir kaufen die Mini-Raketenröhre, weil uns Plasmasprühe und alles ein bisschen zu teuer ist. So, haben jetzt einen kleinen Raketenwerfer bei uns. Die Sache natürlich ein bisschen einfacher. Sieht dann etwa so aus. Mit Anvisierung. Das ist praktisch. So. Holen uns noch die raus. Und dann wollen wir in diesem Part diese Arena betreten. Und dann könnt ihr euch mal auf jeden Fall... freuen, Schnellauswahl. Zack, 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 zack. So. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Auf schöne Action. So. Und die drei Geräte hier. Eigentlich brauche ich, glaube ich, den Traktorstall. Den Terminator, also den Terminukleator oder wie das Ding heißt, braucht man nicht mehr so wirklich. Au. Wie ist das? Das ist Raketenpower. Gefällt mir richtig, richtig geil. Aber, das wolltest du doch gar nicht. Nein, böse. Und du, kleiner Hund? Boom! Boom! Oh, ich mag Raketenwerfer, das ist praktisch hier eigentlich. Er macht zwar jetzt nicht unbedingt so viel Schaden und er levelt auch nicht so schnell, wie ihr seht, aber... ansonsten macht er riesen Spaß. Die Subnoiden kommen voran, das ist ein Vorteil. Die Rakete geht noch auf. Scheiße. Noch eine Rakete. Das darf nicht wahr sein. Wo ist denn hier Munition? Das ist Munition, die man nicht kriegt, wenn man sie braucht. Das ist echt unglaublich. Könnt ihr mich hier was anschauen? Ja, bitte hier unten die Teile angreifen. Oh, ihr seid wieder weg, das ist unglaublich. Danke. Das lief. Das war schön. So, jetzt kommt ein kleines Jump'n'Run in 2D. Müssen wir einmal. Zack, dann kommt so eine Plattform. Machen sie das extra in 2D, aber du kannst dich in 3D bewegen halt, ne? So. Es war eigentlich damals ziemlich ätzend, das Jump'n'Run. Aus unserer Sicht her. Weil man hier die Neigung hat, ziemlich schnell runterzufallen. Wir hatten damals die Neigung, ziemlich schnell runterzufallen. Achso. Okay, ich wusste jetzt nicht, dass sie irgendwann weggeht. Ich dachte, ich muss jetzt rüberfliegen. Das hat mir ein bisschen Glück gehabt. Munition! Oh ja, yeah, wir kriegen 5 Schuss. Was? Ich krieg 10 Schuss, war gerade mal mein. Buh! Buh! Was hast du gemacht? Da oben sind auch welche. Alter! Den kriegt ihr doch wohl hin, oder? Natürlich kriegt ihr den nicht hin. Ah, ihr seid echt schlimm. Na, hier nochmal. Energieleiste ist knapp. Haben wir noch einer? Nein! Gut. Kümmern wir uns jetzt um die Teile hier unten. Hier unten kann man ja auch noch welche rum. Vor allem der Köter da unten. Oh, die beiden. Das sind zwei. Gut. Das ist Erfahrung.
Da kommen wir wieder her. Der eine ist tot, der andere ist tot. Praktisch. Gut. Könnt ihr die Kisten noch zerstören? Ihr seht, guck mal, wie viel die Kisten geben. Das ist eigentlich pures Gold eigentlich so. Wir können eigentlich auch mal wieder zurück in die andere Arena gehen. Da müssen wir auch noch was machen. Glaube ich auf jeden Fall. Ich habe da irgendwie eine Erinnerung, dass ich das später machen wollte. Weiß nicht, wie ich damit richtig lag oder nicht. So, wir treffen jetzt auf einen. Den kennen wir schon halbwegs. Hey, geht ihr zwei zu den Spielen? Ja, und weiter? Oh, ganz ruhig, Boss. Ich will keinen Ärger. Ich will nur auf legale Weise Geld machen. Das bezweifle ich entschieden. Hey, stelle ich mich vielleicht für diese ausverkaufte Arena an? Ihr braucht diesen Levitator, um reinzukommen. 20.000, Alter. Mit euch mache ich gerne Geschäfte. Ich muss jetzt weiterziehen. Die Anweisungen sind auf Plagianisch. Wiedersehen. Also gut, hier steht Stück A muss in Schlitz B. Okay, und dann magnetisiert man die Gravitationsmatrix, nimmt den linken Arm ab. Was? Und passt. Du bist echt gut. Du sagst es. Jo, wir haben ein... Was hier? Nein, das war glaube ich hier. Eine neue Sache freigeschaltet. X, um ins Zeit zu aktivieren. Ich glaube, wir müssen hier direkt auf den ersten Turm. Wenn wir ganz hoch. Oder auch nicht. Er hält auf den anderen Turm links. Und das ist echt schlimm. So, Redikar. Ich bin wieder gewöhnt, R2 zu drücken. Das ist echt unglaublich. Wenn ich die Kamera bei Spyro mal gedreht habe. Da unten rechts haben wir eine Anzeige. Wenn die alle ist, ist alle. Das ist Platin. Oh, genau. Und du kannst natürlich auch nichts mehr einsetzen, du Vogel, ey. Auf nach oben! Jo, und auf nach unten. Jetzt wollen wir natürlich noch zu den Spielen. Die sind nämlich da hinten. Also da hinten, wo das Taxi ist. Zack. Miau. Oh, viel zu hoch. So, und da sind die Spiele. Seid ihr bereit für den Wettkampf? Hier ist er, einer der gefürchtetsten Gladiatoren der Galaxie. Ratchet und ein Metalltyp. Gegen die härtesten Gladiatoren der Galaxie brauchen sie echt Glück. Jetzt geht's los. Ja, natürlich kriege ich keine mit zu. Das ist echt dankbar von euch, ey. Also, lass es mal sein. Und da eins ist geschafft. Das war nur eine Dinosaurier oder was? Spiggies! Ich habe eine gute Trefferquote. Wenn die Raketenwerfer auf Spinnen losgehen, das ist echt elegant, ey. So, wir kriegen dafür erstmal Munition. Ist hier noch welche? Da ist eine. Was macht die denn da? Sterben macht die. So, wir sind in der Arena, das heißt, in diesem Teil wird die, also in dem Teil der, dann werden die Waffen beim ersten Mal nicht so stark gelevelt, auch beim zweiten noch sehr viel weniger. Na, na, na. Wollt ihr belassen? Aua. Böse. Ah, jetzt kommen auch diese Klingenbälle. Die sind auch praktisch. Zack. Also ihr seht, es hat sich ein ganz kleiner Balken schon gebildet. Also die wird in dieser Arena auch nicht wirklich vorangehen. Also, ist das nicht. Wir werden aber vielleicht uns eine dritte Levelwaffe anlegen. Mal gucken. So, ich glaube, wir haben jetzt keine Munition mehr. Also, wir haben keine Munition mehr. Ich glaube das nicht mehr. Ich sehe es sogar. Deswegen müssen wir uns ein bisschen wiederholen.
böse. Das macht man nicht. Nicht von hinten. Und du! Ihr habt irgendwas mit der Ecke hier, ich weiß nicht wieso. Ihr geht da immer hin und wollt in die Lava springen. Ihr wollt Suizid begehen. Ja? Wo ist da noch jemand? Ah, da sind ein paar Spinnen. Und noch ein Tiger. Und noch einer. Und da ist noch einer. Und ich schieß meine ganzen Schuss auf dich. Ist da noch einer? Da sind zwei. Oh, you are finished. Wir haben gewonnen. Ah ja, genau, die. Das ist nicht diese Schwerkraftstiefel. Ich glaube, wie heißen die Schwerkraft? Genau, Schwerkraftstiefel. Sehr schön. Match um Käfigmatch um den Infiltrator. Infiltrator. Yay. So, dann begeben wir uns mal dahin, um zu springen. Denn uns werden direkt als allererstes die Schuhe. Was? Wieso haben sich meine Teile jetzt direkt aufgelöst? Übrigens kriegen wir da unten sehr viel Nanotech-Erfahrung. Ich hab die Schusswaffe vergessen, ist nicht wahr! Mann! Sind jetzt halt Blitze. Sterben! 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 Schon wieder alle! Sterben! Sterben! Also mit den aufgemachten Waffen geht das hier alles ziemlich einfach. Wie ihr vielleicht merkt. Hier noch ein? Ja, nee, ist klar. Ich mach jetzt einfach mal gar nichts mehr. Muss vielleicht ausweichen. Achso, ich habe ja keine mehr. Oh ja, stimmt, die vier ersten vier sind ja einfach so magical gewesen. Das war echt gemeint von dem Spiel. So, wir kommen. Das ist übrigens wieder so ein Arena-Komplexe-Part. Habe ich gewonnen? Hallo. Danke. Den Infiltrator, oder wie das Ding hieß. Infiltrator, genau. Arachnoidenkampf. Und diesmal kaufe ich auch. Oh nein, ich bin was. Die hier. So, Bosszeit! Die Spinne, die ein bisschen böse ist. Genau wegen ihrem blöden Move, aber sich das richtig macht kaum was. Oi! Super mächtiger Angriff. Komm, wir sind ruin. Danke. Das war easy. Das war echt easy. Was hat's gebracht? Ein bisschen. Auch für den Raketenwerfer sehen wir ein bisschen Veränderung. Aber das war easy. Das war easy. Yeah. Schaden zu machen, lass dich nicht treffen. Gefahren, Käfigmatch. 90 Gegner, 90 Sekunden. Oh nein, schade zu meinen. 5 Runden. Wenn die Siploiden noch ein bisschen praktischer werden. So, wir rüsten uns den Lance aus. Können doch bewachen. Den Gefecht zum Ausrüsten. Der macht eigentlich auch schon so ein gutes Ding hier zum Schutz. Wir sind übrigens in der dritten Runde. Also ein Vorteil hat das Teil hier schon. Nein, böse. Ihr schießen!
Wir nehmen das hier. Sterben, bitte. Sterben, sterben. Nein, nein, nein. Alter. War's das? Ja, es war's. Gut. Das war geschafft. Was haben wir noch? Schadensvermeidung. Ach, okay, die haben wir alle. Gefahr mit. Finde ich gut. Wir müssen die Munition kaufen. Ich hasse das. Das ist in den Spielen, die ich gespielt habe von Ratchet & Clank, wird die Munition immer automatisch aufgeladen. Das ist echt schlimm. Schaut euch mal den Balken an der Anzeige, wie schnell er sich ein bisschen aufleveln kann. Ne? Ja, komm, das könnt ihr machen. Obwohl. Das könnt ihr auch machen. Das ist eure Erfahrung, Spinnies. Die Spinnies, sorry. Ich bin nur ein bisschen hier zum Schutz für diesen. Das sind meine Kinder. Oh, meine Kinder sind tot. Hahaha. Sehr gut gemacht. Hier, groß kümmere ich mich. Er macht sie fertig. Ja, die Runden sind echt schnell vorbei, ne? Muss man echt zugeben. Boom, boom und boom. Da auch noch was. Der auch noch. Danke. War's. So, letzte Runde. Oh, ich habe noch zwei Schuss. Aua! Nein! Ja, so geht's auch. Toll. Keine Munition mehr, aber Hauptsache Selbstzerstörung aktiv. So. 5000. Das geht ja. Wir müssen das immer wieder aufkaufen, das sind, das ist die Hälfte wieder weg. Wir haben ja hier noch Millionenfüßerkampf zum Millionenfüßerkampf. Erstmal die 90 Sekunden Herausforderung. So. Also eher gesagt töten. Ist hier noch jemand? Hallo? Ah, du hast mich Zeit gekostet. Wieder ein Gladiator weniger. Die Gegner kosten gerade echt viel Zeit, ne? Wir müssen was anders machen, sonst schaffen wir das nicht. Ne, wir müssen die benutzen. Die nur nebenbei, dass die auch ein bisschen was machen. Hallo? Wieder ist hier irgendwo ein Gegner, den man nicht sieht, ne? Schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr. Nö. Das haben wir total verkackt, ey. Teil 75 getötet. Ja, nee. Sag bloß. Ich bin komplett falsch dran gegangen. Nee, Spinbot auch nicht. So. Warte mal, das machen wir jetzt ein bisschen anders. Wir wechseln nochmal die Schnellauswahl. Und zwar holen wir uns den, den und den und dann den und den. So. Einfach zum Leveling. Leveln. Ja.
weil sie automatisch angreifen. Das ist praktisch. Und dieser eine Gegner, der nicht kommen will, ne? Mann, wie ist das denn schaffen? Das ist viel zu viel Gegnergedödel. Mit der AK-2-Pistole ist das alles gut. Also, das ging schnell vorbei. Hier ist wieder keiner. Da ist eine Spinne. Da auch. Das ist echt gerade schlimm, ne? Ich krieg's echt nicht hin. Nein, gibt's nicht nur. Okay, dann geht's halt vom nächsten Mal hier weiter mit dem neuesten Versuch, hier irgendwie was zu richten. Ich glaube, dann machen wir erstmal einen Millionenfüßerkampf. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Reinschalten und Masala Vista, Baby.